Das war ein richtig volles Wochenende, das jetzt hinter uns liegt. Und einiges davon können Sie bei uns im Laufe dieser Woche noch sehen. Auch heute, das sind drei Themen am 7. August. Licht an, Straßenbeleuchtung bekommt LED-Lampen. Spot an, Landkreis feiert 15-jähriges Bestehen. Und Bild ran, Wohnhaus wird in Geier zur Galerie. Glück auf! Es sind schon komische Zeiten. Der Sommer mag uns alle nicht mehr leiden und schickt Regen statt Sonne. Auf dem Rückweg von unseren Dreharbeiten zum Landkreisgeburtstag am Samstag torkelte ein offenbar betrunkener Mann am Viadukt von Schwarzenberg völlig nackt entlang der Straße. In Sosa war eine Frau in der Nacht zum Sonntag mit 2,08 Promille gegen einen LKW gefahren und in Lugau mussten Polizeibeamte einem 59-Jährigen sein Fahrrad inklusive Anhänger erstmal abnehmen, weil der mit 1,9 Promille definitiv nicht mehr fahren konnte. Und es gibt noch mehr zu berichten, jetzt im Nachrichtenblock. Weil er auf dem Schwarzwasser in Aue eine schillernde Flüssigkeit bemerkt hatte, informierte ein Anwohner die Polizei und Feuerwehr. Diese fanden schnell den Grund an einem Abflussrohr einer Auer Firma. Durch den starken Regen war offenbar ein Leichtflüssigkeitsabscheider übergelaufen. Dadurch gelangten auch Teile der Flüssigkeiten in den Fluss, die eigentlich entsorgt werden müssen. Die Einsatzkräfte konnten den Schaden aber mittels einer Ölsperre auf dem Schwarzwasser eindämmen. Ölbinderwürfel nahmen die Flüssigkeit auf. Ein Fachberater und die Feuerwehr entnahmen Proben, die nun im Labor untersucht werden. Weitere Maßnahmen werden nun die untere Wasserbehörde im Landratsamt und die Landestalsperrenverwaltung veranlassen. Am Samstagabend haben Unbekannte mehrfach mit einem unbekannten Gegenstand gegen die Tür eines Parteibüros in der Grünhainer Straße von Schwarzenberg geschlagen. Dabei wurde die Türscheibe beschädigt, zudem wies eine Stufe der Steintreppe am Zugang einen Schaden auf. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Anwohner waren auf die Schlaggeräusche aufmerksam geworden und hatten anschließend die Beschädigungen festgestellt. Personen hatten sie jedoch im Umfeld nicht bemerkt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Aue unter der Rufnummer 03771 120 zu melden. Die alten Lampen in den Straßenlaternen haben immer mehr ausgedient. Neben 13 weiteren Orten im Erzgebirgskreis erhält Niederwürschnitz schon bald moderne Straßenbeleuchtungen auf der Lichtensteiner Straße. Das Vorhaben wird gefördert. NWAM und Midgas stellen in diesem Jahr mit dem Fonds Energieeffizienz Kommunen rund 395.000 Euro für 142 Energiesparprojekte in 20 Landkreisen bereit. Damit können im Versorgungsgebiet der Energiedienstleister etwa 1,2 Millionen Kilowattstunden Strom und Gas sowie 747 Tonnen CO2 eingespart werden. Von der Gesamtsumme entfallen 41.000 Euro auf 14 Kommunen im Erzgebirgskreis. Darunter können unter anderem auch Auerbach, Bockau, Stützengrün, Thalheim, Thum oder Zschorlau weitere Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umstellen. Seit Einführung des Energieeffizienzfonds im Jahr 2007 haben NWAM und Midgas bereits 2.388 Projekte in ihrem Versorgungsgebiet mit 5,5 Millionen Euro gefördert. Die Landkreise und ihre Gemeinden sparten dadurch rund 25 Millionen Kilowattstunden Energie und über 8.800 Tonnen CO2 pro Jahr. Alle Kommunen im Versorgungsgebiet der Energiedienstleister können je einen Antrag für die finanzielle Förderung von Energiesparmaßnahmen in den Bereichen Strom und Gas stellen und bei ihrem Kommunalbetreuer einreichen. Eine Jury aus je 4 kommunalen Vertretern und aus 4 Vertretern von NWAM und Midgas entscheidet über die Bewilligung.
Die Förderung kann entsprechend der Einwohnerzahl der Kommune bis zu 6.000 Euro betragen. In Oberwiesenthal steht ein Ferienhausprojekt weiter auf der Kippe. Das meldete zuerst die Freie Presse. Demnach hat der Erzgebirgskreis gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichtes Beschwerde eingereicht. Mit dem Beschluss wurde ein Baustopp bestätigt, den der Naturschutzbund NABU im Eilverfahren angestrengt hatte. Der Kläger hatte naturschutzrechtliche Bedenken angemeldet. Das Gericht sah schwerwiegende, offenkundige Fehler im Bereich des Biotop- und Artenschutzes. Auf der Wiese nahe der Himmelsleiter vor dem Hotel von Jens Weißflug wollte ein Privatinvestor 3 Ferienhäuser bauen. Eine Entscheidung über die Beschwerde der Baubehörde steht indes noch aus. Die Adresse Geier Zinngasse 18. Es ist Karin Schneiders Elternhaus. Doch hier wohnt derzeit niemand. Also hat die Eigentümerin daraus kurzerhand eine Galerie gemacht, die Galerie S. Noch bis zum 17. September öffnet die Pop-up-Galerie jeden Donnerstag und Freitag von 16 bis 19 Uhr. Zu sehen gibt es zeitgenössische Kunst. Zum Beispiel von Alfred Uhlig aus Venusberg oder Brigitte Wetzel aus Zschopau. Und weil erst vor kurzem der Künstler Gottfried Rothe aus Annaberg-Buchholz im Alter von 95 Jahren gestorben ist, sind Werke von ihm ebenfalls ausgestellt. Rothe ist vielen als Kunstlehrer im heutigen St. Annem-Gymnasium, damals erweiterte Oberschule, bekannt. Ergänzt wird die Schau mit Werken von Horst Hoppe, ebenfalls ein ehemaliger Kunsterzieher, und des Chemnitzer Schriftgestalters Heinz Schumann, vor allem mit privaten Glückwunschkarten. Die 77-jährige Karin Schneider mag besonders die Aquarellmalerei, der sie sich selbst widmet. Auch ihre Werke finden Platz in der Galerie S, wie auch die ihrer Tochter. Nie mehr ohne Vincent Wolf, so lautete lange Zeit ein Liedslogan der Wölfe-Fans für ihren Publikumsliebling als Anerkennung für seinen Einsatz und seine Leistungen in all den Jahren im Wölfe-Trikot. Nach insgesamt 9 Spielzeiten ist aber leider nun Schluss damit, denn trotz seiner erst 27 Jahre hängt der gebürtige Werdauer seine Schlittschuhe aus beruflichen Gründen an den Nagel und wird somit das Wolfsrudel verlassen. Angefangen hatte alles zur Saison 2013-14, als Vincent Wolf vom ETC Crimmitschau nach Schönheide wechselte. Seitdem bestritt er 220 Pflichtspiele für die Wölfe und steuerte im Trikot mit der Rücknummer 11 insgesamt 76 Tore und 165 Vorlagen zum Teamerfolg bei. Vincent Wolf sagte zu seinem Entschluss, mit dem Eishockeyspielen aufzuhören: "Mir ist diese Entscheidung natürlich auch nicht leicht gefallen. Es ist nicht einfach, seinen Sport aufzugeben, den man jetzt 24 Jahre lang gemacht hat. Prioritäten im Leben können sich verschieben und daher war es in der jetzigen Situation einfach der beste Weg für mich. Ich bedanke mich beim ganzen Verein für eine unglaublich tolle Zeit als Spieler und Mensch. Diese Jahre werden immer in positiver Erinnerung bei mir bleiben. Und natürlich werde ich ab und an auch Gast im Wolfsbau sein, keine Frage. Ich bin ja deswegen weiterhin gern bei euch." Noch ein Veranstaltungshinweis. Zum 3. Bergmannsstammtisch in diesem Jahr sind alle Interessierten am 9. August um 18 Uhr ins Bergbaumuseum Oelsnitz-Erzgebirge eingeladen. Es spricht der Direktor der Museen der Stadt Olbernhau, Lasse Eggers, über die spannende Gründung der Seigerhütte Grüntal. Dabei werden die damaligen Rahmenbedingungen vom Bergregal bis zur staatlichen Handelsgesellschaft gegenübergestellt. Ebenso werden der komplizierte technische Prozess des Seigerns aufgezeigt, wie auch das frühneuzeitliche Wirtschaftsleben mit der angestrebten Monopolbildung durch den sächsischen Kurfürsten. Der Vortrag umschließt sächsische Technik-, Wirtschafts- und Industriegeschichte des heutigen Welterbebestandteils der Montanregion Erzgebirge Krosno-Horchi. Der Eintritt in den historischen Speisesaal ist kostenfrei. Haar mit Land und kluge Sprüche.
In der Schule der Welt, wie in der Schule der Liebe, muss man alsbald mit der Ausübung dessen, was man zu lernen gedenkt, den Anfang machen. Jean-Jacques Rousseau. Von fernen Taten denkt man groß. Polnisches Sprichwort. Wie zu Beginn der Sendung schon erwähnt, der Landkreis feierte am Wochenende Geburtstag mit einem Tag der offenen Tür, einer Blaulichtmeile und natürlich viel Kultur drumherum. Nicht ganz mithalten konnten die Organisatoren aber am Abend, denn mit der Jubiläumsauflage vom Vollmondcamp in Scheibenberg, den Sommeroldies in Zwönitz oder dem Kaisermenia Public Viewing in Thermalbad Wiesenbad hatten es die Organisatoren schwer, etwas entgegenzusetzen. Festlich war es trotzdem. Der Erzgebirgskreis ist 15 Jahre jung geworden. Dazu hatte das Landratsamt eine Reihe von Veranstaltungen geplant. Neben einem Mitarbeiterfest und der Sommerlounge der Wirtschaft hatte es am Wochenende für die breite Öffentlichkeit auch einen Tag der offenen Tür am Standort Annaberg-Buchholz gegeben. Auf der Bühne im Innenhof gaben sich Gruppen und Gesprächspartner quasi das Mikrofon in die Hand. Ja, der heutige Tag der offenen Tür reiht sich ein in einer Veranstaltungsreihe im Rahmen der Festwoche zu unserem Kreisgeburtstag und bildet faktisch den krönenden Abschluss. Das Motto für unseren Kreisgeburtstag lautet: Gemeinsam bewegen wir das Morgen. Und mir war es ganz wichtig, dass wir dieses Jubiläum mit all den Menschen zusammen feierlich begehen, die hier jeden Tag, egal an welcher Stelle, unser Miteinander und die Entwicklung unseres Erzgebirgskreises aktiv gestalten. Mich macht es stolz, dass wir in diesem Rahmen 15 Jahre Erzgebirgskreis feiern dürfen. Und mich macht es wirklich stolz und es freut mich sehr, dass das hier auf eine so große Resonanz trifft. Die verschiedenen Punkte dieser Festwoche zeigen nicht nur, wie vielfältig, leistungsfähig, einzigartig unsere traditionsreiche Heimat ist. Sie machen auch deutlich, dass die Menschen etwas bewegen wollen und Vorhaben mit verlässlichen Partnern, mit Kreativität und Tatkraft umgesetzt werden können. Kreativ sind die Organisatoren gewesen, für alle ein umfangreiches Programm auf die Beine zu stellen. Gleich gegenüber, vor dem Landkreisgymnasium, hatten sich die Ehrenamtler aus den Hilfsorganisationen zu einer Blaulichtmeile zusammengefunden. Denn der Katastrophenschutz ist ebenso eine Aufgabe des Landkreises, die durch den Einsatz freiwilliger Helfer erst erfüllt werden kann. Schon die Jüngsten konnten hier mit 1,5 Promille Alkohol im Blut einmal Knöpfchen drücken. Natürlich nur simuliert. Zurück am Hauptstandort des Landratsamtes waren die Karten mit dem Kreuzworträtsel zum Landkreis schon in großer Zahl in die Losbox gewandert. Insgesamt 30 Preise, große und kleine, gab es zu gewinnen, wenn das richtige Lösungswort gefunden war. Heil euch, ihr deutschen Brüder, grüß Gott viel tausendmal. Auf, sing deutsche Lieder. Mit dem Männergesangsverein Sachsentreue Neuwürschnitz war der älteste sächsische Männerchor auf der Bühne. Er verkörperte auch die Vielzahl der bergmännischen Traditionen, die es im Erzgebirge überall gibt, und sang darüber.
Zugegeben, ein Kontrastprogramm zu anderen Acts auf der Bühne, aber nicht weniger festlich. Auf und vor der Bühne würdigte der Landkreis unter anderem auch die Feuerwehren. Dazu hatte der Bergbau- und Höhenrettungszug der Stadtfeuerwehr Annaberg-Buchholz eine Übung gezeigt, die eine Rettung eines Kletterers aus dem Seil demonstrierte. Eine Übung, die auch in der Realität immer wieder gebraucht wird, um Verunglückte zu retten. Inzwischen schauten sich die Besucher im Dienstgebäude um. Allein oder in Führung, das war jedem selbst überlassen. Besonders beliebt war die Aussicht auf das Erzgebirge in den oberen Stockwerken. Und auch so erhielten die Besucher eine ganze Reihe oftmals neuer Informationen über Aufgaben und Struktur der Behörde. Oftmals sogar mit Aha-Effekt, wofür das Landratsamt überhaupt alles zuständig ist. Immerhin leben hier rund 330.000 Einwohner in 27 Städten und 32 Gemeinden. In Richtung der B101 war die Verkehrsbehörde recht prominent platziert. Die schwere Technik für die Straßenunterhaltung faszinierte aber nicht nur die Jüngsten, die sich auch gerne mal ans Steuer setzen durften. Und gleich gegenüber die eher unbeliebten Fahrzeuge, aus denen es hin und wieder auch mal blitzt, wenn man zu schnell unterwegs ist. Wie das funktioniert, wo und warum geblitzt wird, darauf hatten die Mitarbeiter die passenden Antworten. Leider fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielte die Party-Rockband simultan am Abend. Eigentlich zum Tanz, nur das traute sich niemand. Was ein fröhlicher Tagesausklang werden sollte, endete vor einer Handvoll Dagebliebenen. Doch auch das ist das Erzgebirge. Die Auswahl, wo man den Abend verbringen konnte, war ziemlich groß an diesem Tag. Den krönenden Abschluss erlebten dann aber wieder mehr. Die bergmännische Aufwartung zum Kreisgeburtstag. Mit unserer bergmännischen Aufwartung, mit unserer kleinen bergmännischen Aufwartung, möchten wir dem Erzgebirgskreis zum 15-jährigen Jubiläum gratulieren. 15 Jahre Erzgebirgskreis heißt auch 15 Jahre sehr gute Zusammenarbeit mit dem Erzgebirgskreis und natürlich auch mit dem Landrat Rico Andon, aber auch mit seinem Vorgänger Frank Vogel. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich im Namen aller Mitglieder des Sächsischen Landesverbandes der Bergmannshütten- und Knappenvereine beim Erzgebirgskreis, vor allem natürlich aber auch bei Landrat Rico Andon, bedanken für die sehr gute Zusammenarbeit. Und Landrat Rico Andon hat es erwähnt, die Tugenden Zusammenhalt, welche wir hier im Erzgebirge pflegen. Und ich bin überzeugt, wenn wir genau diese Tugenden wieder aufleben lassen und auch leben, dann bin ich überzeugt, dass wir hier im Erzgebirge eine gute Entwicklung nehmen, der Erzgebirgskreis eine gute Entwicklung nimmt, aber vor allem auch wir als Sächsischer Landesverband der Bergmannshütten- und Knappenvereine eine gute Entwicklung nehmen. In diesem Sinne, lasst uns nach vorne schauen. Dazu wünsche ich uns allen viel Kraft, natürlich viel Gesundheit und ich entbiete Ihnen dazu ein herzliches und aufrichtiges Glück auf.
Damit war der Tag der offenen Tür zum 15. Landkreisgeburtstag beendet. Würdevoll war er ausgeklungen. Gemeinsam auch mit Vertretern aus den Partnerlandkreisen, die an diesem Tag bereits ein volles Extraprogramm hatten. Noch mehr dazu sehen Sie ab kommenden Freitag in unserer Sendung Guckner, unser Erzgebirge. Und damit ist diese Bergzeit auch schon wieder vorbei. Danke fürs Einschalten. Ihre Anregungen oder Hinweise zu Themen und Veranstaltungen nehmen wir natürlich weiterhin gern entgegen. Unter redaktion@erztv.de erreichen Sie uns ganz einfach per E-Mail. Wenn Sie wollen, bis morgen. Glück auf! Ein Konzertabend der Extraklasse. 12. August. Silberstrom Rock am Teich. Am Strandbad Filzteich in Schneeberg. Erleben Sie ein großartiges Konzert mit Boss Time und Metallica Revival Berun. Ticket ab sofort erhältlich. Vorteile mit der Silberstrom-Card. Weitere Infos unter silberstrom.de. 12. August. Silberstrom Rock am Teich in Schneeberg. Sie sind kreativ, interessieren sich für Medien und haben Lust auf berufliche Veränderung? Kabeljournal sucht Medienberater für das Erzgebirge und das Umland zur Weiterbildung in den Bereichen Print, Fernsehen und Online-Social Media. Bewerbung einfach per E-Mail an büro@kabeljournal.de. Medienberater, ein vielseitiger, sicherer und interessanter Job bei Kabeljournal ErzTV. Heimat, Wissen, aktuell. Musikalisch unheimlich spannend, ein erlebnisreicher Tag für Jung und Alt. Begleiten Sie uns am 20. August 2023 zu unserer 13. Erzgebirgischen Liedertour. 15 Kilometer rund um den Kuhberg in der Börstenregion zwischen Steinberg, Schönheide und Stützengrün. Sie wollen das Erzgebirge von seiner schönsten Seite sehen? Dann besuchen Sie uns in der Zeit von 10 bis 17 Uhr. Unsere Musiker besetzen alle Stationen, bei denen Sie die erzgebirgischen Klänge genießen können. War wirklich schön. Diese Stationen können in beliebiger Reihenfolge besucht werden. Also man kann es nur weiterempfehlen. 18 Uhr findet im Hotel Forstmeister Schönheide das Abschlusskonzert statt. Ja, ist super, ne? Gefällt mir. Das Liedertour-Ticket kann für schlappe 5 Euro Erwachsener und 1 Euro Kind an den Musikstationen erworben werden und gilt für alle Stationen. Für Verpflegung ist jeder selbstverantwortlich. Jedoch gibt es feste Verpflegungsstützpunkte. Diese sind das Hotel Forstmeister und der Sportplatz Wernersgrün. Für jeden ist etwas dabei, also kommen Sie und lassen Sie sich mit erzgebirgischer Musik verzaubern. Weitere Informationen zur 13. Erzgebirgischen Liedertour finden Sie auf www.baldauf-villa.de. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Wir haben dafür gesorgt, dass Sie in Verbindung bleiben. Dass unsere Kinder weiterlernen können. Dass Sie Ihre Geschäfte erledigen können. Wir haben Sie entspannen lassen. Spielen lassen. Haben Spaß gebracht und manche Langeweile bekämpft. Dafür haben wir uns richtig krumm gemacht. Für Highspeed-Internet bei Ihnen zu Hause. Über Ihr Fernsehkabel mit KM3. Bestellen Sie jetzt Ihren Anschluss an die Zukunft. Mit KM3. Verfügbarkeit, Beratung, Tarife und Bestellung auf km3.de. Per Telefon oder bei einem unserer Servicepartner vor Ort. KM3. Ihr Anschluss an die Zukunft.